Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, ich stehe jetzt hier gerade bei einem Maler, und da wir gerade so viel Geld haben, so, zack, fertig. Genau das wollte ich eben alles machen. Wo ist denn jetzt die verkackte Codex-Seite? Da. Da mache ich auch diesen verkackten Aussichtspunkt da noch. Hey, kein Grund überzuschnappen. So. Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Adler? Den letzten Trottel, der sich so verhielt. So, haben wir mal eben so vier Stück. Komm, stirb! Der stirbt. Nächster tot. Du bist down. Du auch. Noch einer auf dem Weg zum Herrn. Mögest du deinen Frieden finden. Hä, du sollst plündern, du Idiot. Ezio, du bist echt manchmal echt dumm. So. Die Codex-Seite können wir auch noch später suchen. Dann begeben wir uns jetzt weiter. Dann kriege ich vielleicht heute Abend die Story noch durch. Dann habe ich irgendwann Zeit für den Rest. Für den Kleinkram noch. Ist der von Sinnen? Nein, bin ich nicht. Ich bin nur gut trainiert. Zack. Du wirst gleich mit Pfeilen gespickt, wenn du da! Verdammt! Ich seh ihn! Lass du! So, habe ich dich geladen. Hier stimmt was nicht. Ah, noch wo sind die Menschen? Exzellent. Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt, um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Lasst uns beginnen! Attentat auf den Hauptmann der Wache. Okay. Was für ein Spektakel! Wie lange du wohl überleben wirst? Vor einiger Zeit schaffte einer 3 Dutzend meiner Leute, bevor wir ihn endlich erledigen konnten. Interessant? Jeden verdammten Tag kommt ein anderer von euch. Nonkonformisten, Unzufriedene, Revolutionäre. Das hast du davon. Wo ist der Pisser? Schön, dass ich helfe. Bitte, komm wieder. So, hier fliegen die ja so schön. Ah!
Zack. So, wieder einer tot. Nein, Tempo, oh. Ich verliere ihn! Lachu, da ist er! Lass ihn, wo du hinrennst! Du hast einen Versuch! Dafür wird uns die Gilde wieder mächtig einseichen. Hat jemand den Täter gesehen? Boah, meine Fresse. So. Haben wir den fertig, ey. War ich denn wirklich so? So stolz und brutal? Nein. Savonarola hat euch verhext. Tat er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. So, haben wir den auch hinter uns. Hey, hey. Seid nur bereit, wenn der Moment gekommen ist. Lass mich in Ruhe. Komm, stirb. Lass mich in Frieden, bitte. Zack, perfekt. Einer fehlt noch. 187 Meter ist der entfernt. Mal eben einmal heilen. Hat's auch vorgebracht. Komm, bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen. Kommt, meine Freunde, ich habe frischen Schaf. Zack. Hüpf. Boah, perfekt hier. Und dann töten wir jetzt auch noch den letzten. Sieht es aus, ist recht einfach, meine Freunde. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Ne, war mir irgendwie klar. Ungesehen ein Attentat auf den Doktor durchführen. Wo kommt er hin? Solch eigenartige Kleidung. Ihr habt die Wahl.
unterstützt die Medici, die, wie ihr wisst, Florenz schon lange verlassen haben, oder akzeptiert Savonarola als Herr. Ich kenne ihn. Ich bin warum es bekämpfen, sich verweigern? Er ist ein guter Mann. Mit starkem Charakter. Jawohl. Ihr habt das Blut eines Heilers vergossen. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. So. Kurz rumgucken. Vielleicht sehen wir, sehe ich es hier. Mir kommst du nicht. Nicht dein stolzester Moment, schätze ich. Verschont mich! Ich habe niemandem etwas getan! Bleib stehen! Und ich verspreche dir einen schnellen Tod! Wo ist der langgerannt? Lachu, da ist er! Auf ihn! Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren! Da! Ihm nach! Ich hasse das, wenn ich es nicht finde. Ich weiß, dass hier eins ist. Das hat er mir gerade angezeigt. Da ist es. Es wird schwerer. All die Schmerzen der Zeit. Es tut zu weh. Sie sieht, wie ich ein Messer hebe. Nur noch ein bisschen länger. Synapsen, Datei freigeben. Oh nein. Am Anfang. Schöpfung. Genesis. Da ist dieses Symbol über der 2. Ich teste das mal ein. Ah, da ist es. Okay. 6 ist jetzt nehme 2 Gläsern. Ein Pfeil, 2 Gläser. Ein Pfeil, 2 Gläser, eine 3. Waren 3 Gläser. Reine 3 Gläser. Da. Jetzt können wir. Haben wieder 6 und haben wieder 0 und 3 keine. Aber warte, versuchen wir mal Folgendes. Machen wir mal 6. Die bei 0. Das hier. So. Tipp ich mal. Die Organisation will die Splitter. Sie hat ihre Macht gekostet. Aber was war die Splitter? Warum funktionieren sie so gut?
als wäre unser Verstand für sie gemacht. Gemacht, um zu Gut. Oha, okay, das ist doch ein bisschen lang. Macht hier mal kurz einmal Pause, bitte. Und dann hier nochmal Pause, damit das, weil es mir ist jetzt ein bisschen zu lang. Alle Synapsen aktiviert. Passcode gefunden. 65119. Datei freigegeben. Perfekt. Jetzt haben wir alle aufgehetzt. Er hat keine freien Leute mehr. Da hinten geht's weiter. Oh, das ist ein etwas längerer Weg. Wow, wie ist das denn jetzt ausgesehen? So, dann wollen wir mal. Der Weg ist ein bisschen länger. Aber hoppe. Wir sind Assassinen. Jetzt macht das nichts. So, hier hoch. Ich töte alle, die hier. Ihr wollt es, ich habe es. Die aktuellsten Künstler aus Florenz, Venedig, Siena, Urbino. Dann okay. Nächstes Mal, Signore. Bei jedem ist dasselbe, nur halt städtemäßig alles anders. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Ja, hilf mir mal. Das sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser auf. Dankeschön. Kletterst du mal? Danke. Bei allem, was heilig ist, hört mir zu. Der Assassinen ist eine Frage mit dem Gott und auf die Boden. Ich bin keine Plage. Ich bin der Retter. Zack, zieh dich hoch. So, los geht der Aufstand. Gut gemacht, Ezio. Was passiert jetzt? Schau. Ruhe! Ich fordere Ruhe! Warum seid ihr hier? Warum stört ihr mich? Ihr solltet eure Häuser reinigen. Euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren, Gebete zu sprechen und Buße zu tun. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Nein! Findet den Arzt, Ezio. Er kann nicht weit sein.
Oh, das machen wir eben, den Edenapfel beschaffen. Der Wecker hat zwar gerade geklingelt, aber... Wir kacken jetzt gerade eben. Scheiße, geht da hoch. So, da haben wir den Apfel beschafft und dann würde ich sagen, danke ich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Yo, bis dahin, Freunde. Tschüss. Yeah.